Eine Ariane 5 Trägerrakete auf dem Weg zur Abschussrampe. Einer von bis zu 7 Starts jährlich steht kurz bevor. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA ist ein Zusammenschluss von heute 20 Mitgliedstaaten und hat mit der Schweiz einen starken Verbündeten. 7300 Kilometer östlich von Kourou in Bern liegt die Schaltzentrale der Schweizer Raumfahrtbehörde, der SSO, das Swiss Space Office. Um im Weltraumbusiness bestehen zu können, braucht es eine solide, gut vernetzte Zusammenarbeit dreier Arbeitssektoren. Nous souhaitons avoir une politique basée sur trois principes. Un, nous voulons un secteur spatial innovateur, un secteur compétitif, un secteur utile. Alors innovateur dans le sens de la coopération entre les milieux académiques et industriels basés sur l'excellence scientifique et l'innovation technologique. Deuxième élément, compétitif, parce que nous sommes en compétition avec nos États partenaires au sein de l'Agence spatiale européenne, mais également hors Europe, sur les marchés américains et asiatiques, et utile pour qu'il soit utile à chaque citoyen sur une base quotidienne. Davos. Weltraumtaugliche Perfektion und Innovation aus der Schweiz. Im Bündner Skiort hat man sich ganz und gar der Messung der Sonnenstrahlung verschrieben. Am Physikalischen Meteorologischen Observatorium in Davos baut man Radiometer, die nicht nur auf der Erde ihre Dienste tun, sondern auch im All. Der Bau dieser hochpräzisen Strahlungsmessgeräte hat im Observatorium Tradition. Seit den 70er Jahren fertigen hier Ingenieure Radiometer. Sie gehören zu den genauesten der Welt. Im Moment sind wir in Europa sicher die Einzigen, die Radiometer herstellen. In dieser Genauigkeitskategorie, die es erfordert ist, um einen Weltraum zu messen. Und wir haben schon mehrfach solche Instrumente im Weltraum gehabt. Die Hauptschwierigkeit ist Präzision, das muss alles sehr sauber hergestellt sein. Dann Genauigkeit und Langzeitstabilität von solchen Instrumenten. Im All sind natürlich die Umgebungsbedingungen viel, viel härter für das Instrument. Das heisst, man muss andere Bauteile einsetzen. Und das ist natürlich meistens ein komplett anderes Design, elektronisch wie auch mechanisch im Weltraum, als hier auf dem Boden. Im Weltraumbahnhof in Kourou arbeiten die Ingenieure mit Hochdruck. Hier ist jeder Arbeitseinsatz genauestens getaktet. Die Endmontage einer Ariane 5-Trägerrakete erfordert exakte Arbeit bei enormem Zeitdruck. Zurück in der Schweiz. Die RUAG Space baut in Zürich und Emmen Nutzlastverkleidungen für verschiedene Trägerraketen. Diese, auch Fairings genannten Verkleidungen einer Ariane 5, bestehen aus 14 Schalenelementen. Die Einzelteile werden im Panel Machining Raum gefertigt. Der Bau einer Nutzlastverkleidung dauert bis hin zur Endmontage vor Ort rund ein Jahr und verlangt höchste Präzision im Großformat. Eine riesige Herausforderung. Unsere grösste Challenge ist, dass die Strukturen so präzise sind, dass sie für die Endmontage beim Kunden passen und keine Probleme verursachen. Ich schaue es manchmal so an, aus meiner 20 Jahre Erfahrung, dass wir eigentlich Uhren machen, Reihen machen, aber mit Strukturen, die 5,5 Meter Durchmesser haben und bis über 25, 26 Meter lang sind, je nach Version. Die RUAG Space entwickelt und baut auch Strukturen und Mechanismen für Satelliten, optische Kommunikationssysteme, Laserhöhenmesser und Nachführungssysteme für Satelliten. All das macht die RUAG Space zu Europas größtem Raumfahrtzulieferer. Für die im Weltraum notwendige Perfektion und Genauigkeit braucht es absolut präzise Atomuhren, sogenannte Maser. Die Schweizer Firma SpectraTime mit Sitz in Neuchâtel baut einen der exaktesten Maser der Welt. Atomuhren bilden das Herzstück der Navigationssatelliten. Je genauer die Uhr, desto genauer das Navigationssystem. Deshalb ist die weltraumtaugliche Präzisionsarbeit auch hier Chefsache. Ce que l'on cherche aujourd'hui dans les systèmes de navigation par satellite moderne, c'est des précisions inférieures au mètre, de l'ordre de 30 cm, ce qui représente un milliardième de seconde comme temps de parcours de l'onde électromagnétique sur 30 cm. Donc c'est quelque chose que l'Europe a pu atteindre grâce aux horloges suisses.
Im Startzentrum in Kourou sind über 1600 Mitarbeiter im Einsatz, darunter auch viele Schweizer. Hinter professioneller Arbeit ist ihre Anspannung kaum sichtbar. Bern. Die Weltraumpolitik ist Angelegenheit des Bundesrates. Beraten wird dieser von der Eidgenössischen Kommission für Weltraumfragen. Die Schweizer Weltraumpolitik beinhaltet einen Zugang der Schweiz in den Weltraum. Es ermöglicht rund 40 Instituten oder Universitäten einen Zugang zu haben. Es ermöglicht der Industrie einen Zugang zu haben in einer Entwicklung, in einer Technologie, die ein sehr hohes Potenzial hat. Neben Politik und Industrie braucht es einen dritten wichtigen Pfeiler für eine erfolgreiche Raumfahrt. Die Schweizer Universitäten. Die Schweiz ist in sehr vielen Bereichen spezialisiert. Man hat ein großes, breites Spektrum von Spezialisierung. Aber jede Hochschule hat vielleicht eine oder zwei spezialisierten Bereiche. Und das macht dann eben dieses Spektrum der Wissenschaften, erlaubt auch das entsprechende Spektrum der Weltraumaktivitäten zu haben. Eines der Spezialgebiete des Geografischen Instituts der Universität Zürich ist die Fernerkundung und die Spektroskopie, also die Messung von Strahlung mit sehr hoher Auflösung. In der Spektroskopie sind Messungenauigkeiten von 10-15% normal. Das Geografische Institut ist weit exakter. Dank seiner hochpräzisen Instrumente, Methoden und Modelle konnte es diese auf unter 1% drücken. Das ist weltweit einmalig. Der Fokus liegt dabei auf dem Messen der Wechselwirkung von Licht zwischen Pflanzen und der Atmosphäre. Wir messen eigentlich die reflektierte Strahlung. Das heisst, sämtliches Licht, das mit irgendeinem Objekt in Wechselwirkung tritt, können wir da messen. Aus diesen Messungen können wir sagen, zum Beispiel, wie produktiv ein Wald ist. Oder man kann auch feststellen, wie sich Biomasse vom Wald verändert, entweder zunimmt oder abnimmt. Hat man diese Daten, kann man dann Voraussagen machen, wie sich die Vegetation wird entwickeln. Unter dem Lied von der Uni Zürich haben wir ein Spektrometer gebaut, das in einem Flugzeug betrieben wird. Dort fliegen wir zwar nur 6 Kilometer und nicht 800 Kilometer über der Erde, aber wir können die meisten Effekte, die wir wollen, sehen, simulieren. Der nächste Schritt wäre, dass wir sagen, wir würden gerne so ein Instrument auf einem Satellit fliegen. Ein Startschub von 11.800 Kilonewton katapultiert das Gesamtgewicht von 760 Tonnen ins All. Allein die Zentralstufe verbrennt mehr als 150 Tonnen Wasserstoff und Sauerstoff. Mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern pro Stunde schießt die Ariane 5 innerhalb von 3 Minuten aus der Atmosphäre und ist somit die leistungsfähigste Trägerrakete Europas. Das ist Weltraumfahrt auf höchstem Niveau. Ich bin sehr stolz, dass eigentlich so kleine Schweizer Firmen hier in diesem grossen Weltraum mitmachen können. Ja, dann schon viele Kinder mal. Bonjour, Monsieur Nicolier, c'est Adolphe Ogi. Grüß Gott, Freude herrscht, Monsieur Nicolier. Ich glaube, wir haben in der Schweiz eine einmalige Forschungslandschaft, wo wir sehr viele Kompetenzen auf sehr engem Raum sozusagen zusammen haben. Ja, es ist auch für mich natürlich ein sehr großes Vergnügen, die Schweiz. J'ai découvert avec le spatial tout ce que je ne savais pas. Ja, es macht Spass. Also eben, wie gesagt, 20 Jahre dabei und es ist immer noch interessant. Die ganze Arbeit ist interessant. Das ist eine gute Zusammenarbeit zwischen eben Top-Hochschulen und hochqualifizierten Industrien, die es braucht, um in diesem Geschäft aktiv zu sein.